Hallo und herzlich willkommen auf Handy MC. Wir sehen uns an dieser Stelle die Bedienung des Huawei Mate 8 etwas genauer an. Wir haben hier ein Smartphone, das sich natürlich einerseits erst einmal ganz logischerweise über diesen physischen Button, einfach den Sleep and Awake Button, den Power Button an dieser Stelle einfach starten lässt. Man gelangt aufs Sperrbild, auf den Sperrbildschirm, kann das Ganze dann mit einer Wischgeste entsperren und landet dann hier im Home-Menü direkt auf der Startseite des Smartphones sozusagen. Alternativ kann man allerdings auch, statt das eben mit einer normalen Wischgeste zu entsperren, auch anders entsperren. Wir haben nämlich auch hier wieder ein Smartphone mit Fingerprint-Sensor. Das heißt, wir können jetzt hier an dieser Stelle einfach einmal in die Einstellungen hineinwandern. Das machen wir, indem wir einfach über das Menü zum Beispiel in dieses Dropdown-Menü gehen, auf die Einstellungen tippen und dann können wir uns hier die Android-Einstellungen ansehen. Wir haben hier nämlich im Übrigen eigentlich Android 6.0. Das Ganze ist aber etwas angepasst durch ein Huawei-eigenes System, durch einen kleinen Mode. Das ist das sogenannte EMUI. Das heißt, es ist ein eigenes User-Interface, das hier so eben so ein bisschen das Design und auch ein paar Funktionen unter Android 6.0 modelliert oder anpasst. Ansonsten aber hier nochmal der Verweis, dass wir eigentlich die reine Android-Version 6.0 haben und darauf eben hier dann hier die EMUI, die EMUI-Version 4.0 nochmal oben drauf liegt. Ansonsten sehen wir hier noch andere Details, Telefonspeicher, Arbeitsspeicher, sehen wir hier den verbauten Prozessor. Die Auflösung wurde hiermit aufgeführt. Patches wurden aufgeführt, Status etc. Das lässt sich auch alles hier anzeigen. Dazu kommen wir aber später auch nochmal. Als erstes wollen wir jetzt nämlich unseren Fingerabdruck einscannen lassen. Wir können hier mehrere Fingerabdrücke wieder verwalten. Das heißt, wir können auch, um die Erkennbarkeit eines Users eben zu verbessern, auch direkt wieder mehrere Profile einscannen lassen. Einerseits natürlich mehrere Finger, andererseits einfach mehrere Scans von einem und dem gleichen Finger durchführen, um die Zielgenauigkeit eben noch verbessern zu können. Wir wollen jetzt einfach mal so einen Fingerabdruck einscannen lassen, gehen hier auf die Einscan-Verwaltung, auf die Fingerprint-Verwaltung, wie man sie hier nennt, Fingerabdruckverwaltung. Und als erstes muss man, falls natürlich Fehler bei dem Scan entstehen sollten, beziehungsweise bei der Entsperrung später, ein PIN oder ein Passwort eingeben. Das machen wir jetzt an dieser Stelle auch einfach mal. Wir nehmen hier den PIN und geben jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4 ein. Und registrieren jetzt einen Fingerabdrucksensor. Und das wird uns eigentlich wie in jedem Android-System, bei jedem Android-Smartphone hier einfach schnell einmal angezeigt, wie wir das Ganze bedienen. Legen Sie Ihren Finger auf den Fingerabdrucksensor, sobald eine leichte Vibration spürbar ist, heben und legen Sie Ihren Finger erneut auf den Sensor. Starten also das Ganze einfach einmal. Sie sehen hier dann diese kleine Animation mit dem Bild, welche Teile unseres Fingers bereits eingescannt wurden. Geht auch relativ schnell, wie man hier sehen kann. Dann hat man hier eben die Möglichkeit, Fingerabdruck-ID Nummer 1 wurde registriert, noch weitere IDs einfach anzulegen, um dann eben das Ganze dort noch etwas zu verfeinern, was die Erkennung angeht. Wir haben das Gerät jetzt einmal wieder ausgeschaltet, gehen einfach mal hinten mit dem Finger auf den Fingerprint-Sensor und man sieht auch an dieser Stelle, man hat wieder einen Fingerprint-Sensor, bei dem man eigentlich gar nichts machen muss, außer den Finger draufzulegen. Das Gerät startet dann von alleine sofort. Es gibt ja auch viele Fingerabdrucksensoren von anderen Herstellern, wo man das Gerät zunächst einmal über den Power-Button zum Beispiel reaktivieren muss und dann kann man den Fingerprint-Sensor nutzen. Hier ist es also wieder ein Smartphone, bei dem man mit dem Fingerprint-Sensor auch zugleich nicht nur reaktiviert, sondern entsperrt eben in einem Zug. Recht praktisch und wie man hier sieht, auch wirklich präzise diese Funktion. Wir können natürlich alternativ auch über den Einstellungsbutton hier im Menü, über die reine App hier einfach direkt in die Einstellungen weiter wandern. Als nächstes sehen wir uns die einzelnen Individualisierungsoptionen an, die man hier so in diesem System auch mit diesem Mode hier noch näher finden kann. Wir können hier Android-typisch als erstes einmal wieder verschiedene Dinge einfach festhalten. Dann landen wir hier auf dem Startbildschirm. Wir können hier einzelne Seiten hinzufügen, wie man hier relativ gut sehen kann. Wir können die zu unserer Startseite machen, indem wir oben auf das Haus gehen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, einzelne Sachen natürlich wieder hier komplett zu entfernen, neue Seiten hinzuzufügen und Seiten eben zu löschen, haben auch die Option, direkt durch das Festhalten innerhalb dieser Screens Apps sowohl auf einer Seite zu verschieben, als eben auch über einzelne Seiten zu verschieben. Wir haben dort auch die Möglichkeit,
eine App festzuhalten und durch das Kippen des Gerätes einzelne Apps zu verschieben. Auch das werden wir uns später noch ansehen, wenn es um die ganzen Gestiken geht, die man hier bei diesem Smartphone so anwenden kann. Hier hat man nämlich einen ganz speziellen Fokus auch bei diesem Smartphone darauf gelegt, es mit verschiedenen Bediengesten eben besser navigierbar und besser bedienbar zu machen. Das werden wir uns aber im Laufe des Tests auch noch ansehen. Hintergrund lässt sich festlegen, indem wir einfach auf dieses Hintergrundmenü gehen, können hier dann eben verschiedene Sachen auswählen. Hier können wir einfach mal die von Huawei vorinstallierten Wallpaper uns ansehen, wählen dort einfach mal dieses zum Beispiel aus, können auch einstellen, welchen Effekt das genau haben soll, ob das eher unscharf sein soll oder ob das scharf abgebildet werden soll, hier im Plus- oder Minusbereich, und ob das Display im Hintergrund eigentlich scrollbar sein soll oder eben nicht. Wählen das einmal aus und wählen dann einmal entweder Sperr- oder Startbildschirm aus. Wir nehmen einfach hier einmal den Startbildschirm. Das Ganze wird dann angewendet und man sieht im Hintergrund, das Ganze hat sich jetzt auch wirklich schon geändert, wie man hier schön sehen kann. Wir gehen noch einmal rein, sehen uns die Widgets an. Bei den Widgets hat man hier unter diesem Smartphone, in diesem System, auch wieder eigentlich alle Standard-Google- und Android-Apps hineingebracht. Auch ein paar Drittanbieter-Apps, die wir uns später auch noch im App-Launcher ansehen werden. Dort einfach einmal festhalten, wie immer eigentlich. Und dann kann man hier im Raster sich eben wieder die geeigneten Plätze suchen, um zum Beispiel so eine Uhr dort zu platzieren. Wir haben dann auch direkt wieder die Möglichkeit, natürlich durch das Festhalten so eines Widgets das Ganze auch wieder entfernen zu lassen, indem wir das dort oben dann in den Mülleimer dort oben einfach einmal hereinziehen. Wir gehen einmal wieder ein Stück raus. Übergänge bzw. Animationen, Seitenübergänge können wir noch näher einstellen. Wir können hier also spiegeln, drehen, Windmühle etc. Das lässt sich alles einstellen. Wir wählen jetzt einfach einmal die Box und dann sieht man hier, wie sich das Ganze direkt verändert. Das heißt, wir haben hier eben eine andere Seitenanimation, als wir sie zuvor haben oder zuvor gesehen haben. Das lässt sich auch alles einstellen und wir können unter dem Menü weitere Einstellungen dann auch direkt weiter wandern in zum Beispiel das Startbildschirm-Layout. Das heißt, dort entscheidet ihr, auf welcher Rastergröße ihr Dinge darstellt, wie viele Apps mal, wie viele Apps in Breite und Höhe also ihr darstellen wollt in dem Raster. Automatische Ausrichtung, was soll beim Schütteln passieren, etc. Das lässt sich alles eben dort noch näher einstellen in diesem erweiterten Einstellungsmenü, das wir eben unten rechts dort auf dieser Seite finden können. Wir gehen einmal weiter und wandern von dem großen Einstellungsmenü einmal über diesen Startbildschirm in die einzelnen Apps hinein, beziehungsweise wir sehen uns einfach mal an, wie wir zum Beispiel einen Ordner an sich erstellen können. Wir können zum Beispiel so, wenn wir einmal eben in diesem Bearbeitungsmenü-Teil sind, eine App auch einfach auswählen und die erstmal natürlich ganz schlicht einzelnen Ordnern zuordnen. Zum Beispiel packen wir jetzt mal diese App dort in den Ordner Werkzeuge. Wir haben die Option, auch innerhalb dieses Menüs natürlich wieder so einen Ordner zu öffnen. Wir können einzelne Apps hinzufügen und die einfach auswählen, was auch praktisch in diesem System ist. Das hat man in den meisten Systemen eben nicht so übersichtlich geschafft. Das heißt, man muss es wirklich immer reinziehen oder rausziehen. Hier kann man auch einfach auf Hinzufügen drücken, sich eine App raussuchen und die dann wirklich einfach schlicht hinzufügen. Machen wir jetzt auch einfach mal. Wir versuchen hier mal die Videos hinzuzufügen, drücken auf OK und die App erscheint dann hier. Wir haben natürlich auch wieder die Option, einzelne Apps wieder direkt herauszuziehen, einmal halten und dann über die einzelnen Seiten navigieren und sie irgendwo wieder ablegen. Auch haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel einen kompletten Ordner natürlich zu verschieben und Ordner auch an sich, wenn wir die einzelnen Apps herausholen, komplett wieder zu entfernen. Ups. Genau. Wir ziehen einfach mal die einzelnen Apps hier raus. Und sobald eben keine Apps mehr in so einem Ordner vorliegen, beziehungsweise nur noch eine App vorliegt, dann wird automatisch dieser Ordner, wie man gerade gesehen hat, dann eben auch gelöscht. Und man kann aber auch einzelne Ordner natürlich wieder hinzufügen. Auch kann man die Ordner, wenn man hier oben einmal draufklickt, kann man die Ordner natürlich auch noch im Namen verändern und einfach umbenennen. Das sind auch die Möglichkeiten, die man hier finden kann. Wir gehen einmal zurück und zwar sehen wir uns jetzt die verschiedenen Gestiken an, mit der man die Menüführung hier etwas verfeinern kann, beziehungsweise das Smartphone vielleicht noch leichter bedienen kann. Und dazu geht man einfach einmal unter das große Einstellungsmenü und in diesem großen Einstellungsmenü wandert man dann weiter auf intelligente Unterstützung.
Bei der intelligenten Unterstützung handelt es sich einfach nochmal um ein kleines Menüelement hier mit den einzelnen Optionen von Sprachsteuerung über Smart Cover, über verschiedene Anpassungen, wie sich das Smartphone eben an welchen Situationen, Kopfhöreranschluss etc. verhalten soll. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, in dieser kleinen zweiten Kategorie Bewegungssteuerung, Sprachsteuerung und UI-Einhandbedienung verschiedene Optionen auszuwählen, die wir uns jetzt einfach mal im Detail etwas näher ansehen. Als erstes haben wir die verschiedenen Bewegungsmöglichkeiten, das heißt über die Smartphone-Bewegung können wir das Smartphone bedienen. Das ist als erstes das Drehen für den Lautlos-Modus. Das heißt, wenn wir die aktiviert haben, dann können wir das Smartphone einfach drehen und sowohl Anrufe werden stumm geschaltet, auch als auch alle anderen Dinge. Solltet ihr einen Wecker aktiviert haben, er klingelt und ihr möchtet ihn nicht mehr hören, dreht ihr einfach das Smartphone, wendet es und legt es eben mit der Displayseite auf den Tisch und das Ganze wurde dann deaktiviert. Aufnehmen, um die Lautstärke des Klingeltons zu verringern. Das ist einfach ein Modi, der sich auch hier aktivieren lässt. Das heißt, einmal die Klingelton-Lautstärke für die eingehenden Anrufe zu verringern oder die Lautstärke für Timer und Wecker zu verringern. Das heißt, auch das ist wieder ein Modus, wenn ihr eben eine Soundquelle habt. Ihr nehmt das Smartphone auf und automatisch wird eben dann die Lautstärke etwas geringer eingestellt. Zum Ohrheben, zum Annehmen von Telefonaten beispielsweise, Anrufe tätigen, Smart Speaker und Smart Bluetooth Headset. Auch das lässt sich alles hier einstellen. Das heißt, die einzelnen Modi, die ihr hier aktiviert, werden eben gestartet bzw. aktiviert, wenn ihr das Smartphone an euer Ohr haltet und eben in Richtung Kopf hebt. Kippen des Smartphones, neigen, um Symbole oder Widgets zu verschieben. Das werden wir direkt einmal ausprobieren. Wir haben hier die Option, einfach uns ein Widget unserer Wahl auszusuchen, wie zum Beispiel diesen Media Player dort. Halten das einfach einmal fest und drehen dann das Smartphone in die Richtung, in die wir eben auch dieses Widget platzieren wollen. Das heißt, das Smartphone dreht dann die einzelne Seite einfach ein Stück nach links, wenn wir das nach links kippen, nach rechts, wenn wir nach rechts navigieren wollen. Ansonsten haben wir natürlich auch hier immer die Möglichkeit, durch das Festhalten, wir müssen natürlich nicht nur zum Beispiel diese Zoom-Geste machen, wir haben auch die Möglichkeit, Android-typisch die Sachen festzuhalten, um in dieses Menü zu wandern oder eben auch, wir haben diese Möglichkeit, einfach durch das Festhalten dieser Apps zwischen den einzelnen Screens zu wandern, eigentlich fast simpler als die Menüführung, die man hier hat, dass wenn man es festhält und das Gerät kippt, die einzelnen Seiten ausgewechselt werden. Es ist ein kleines Gimmick, das man hier vielleicht anwenden kann, aber prinzipiell ist es auch eine überflüssige Funktion, denn es ist für die meisten Personen wahrscheinlich schlicht schneller, einfach das festzuhalten und zu der Seite zu gehen, auf der man das platzieren möchte, warum man das Smartphone dabei noch drehen soll. Für mich ist es persönlich keine Erleichterung in der Menüführung, aber das kann man natürlich individuell für sich selber dann auch sagen, ob einem das gefällt oder nicht. Des Weiteren haben wir auch die Möglichkeit, mit dem Fingerknöchelchen, das heißt mit diesem Bereich des Fingers dort oben, verschiedene Gesten durchzuführen und damit uns eben damit noch verschiedene Funktionen zu aktivieren. Zum Beispiel ist das die Funktion Smart Screenshot. Zweimal klicken wir einfach sozusagen mit dem Fingerknöchelchen auf das Display, dann haben wir einen Screenshot gemacht. Wir haben auch die Möglichkeit, verschiedene Details extra auszuwählen, sozusagen verschiedene Stellen, die uns besonders interessieren, innerhalb des Displays eben auszuschneiden, indem wir einen Kreis mit dem Fingerknöchelchen zeichnen. Genau, und dann wird es hier eben aktiviert, dieser Bereich, den wir uns dort ansehen können, wie man hier sehen kann. Wir haben auch die Option, einfach so zum Beispiel bestimmte Dinge auszuschneiden. Wir gehen noch einmal zurück, das ist nämlich eine Funktion, die eigentlich, genau, man kann dann hier relativ gut sehen, dass man eben verschiedene Bereiche dort noch auswählen kann. Man hat sowohl eben die Möglichkeit, einen bestimmten Bereich zu umfahren mit dem Fingerknöchelchen oder einfach damit in diese kleine Übersicht zu gelangen, wo man eben dann die Möglichkeit hat, entweder einen runden Ausschnitt zu wählen oder verschiedene andere Ausschnitte oder eben auch Freihandausschnitte zu wählen, mit denen man verschiedene Details eben herausarbeiten kann, von denen man einen Screenshot aufnimmt. Ansonsten kann man auch einen Bildlauf aufnehmen, dazu wird einfach ein S gezeichnet. Ich versuche das nochmal. Genau, ich zeichne dieses S und dann warte ich einfach, was passiert. Langsam wird also heruntergescrollt, die einzelnen Bilder werden aufgenommen und am Ende wird das wirklich als ein durchlaufendes Bild, durch das wir dann offline dann auch wieder scrollen können, eben aufgenommen. Man kann das Ganze einfach stoppen, wenn man sagt, ich habe genug gesehen oder genug aufgenommen. Dann hat man wirklich eine Grafik, durch die man sich von oben nach unten durchscrollen kann und man hat jetzt wirklich die komplette Website einmal einfach so festgehalten als Screenshot. Durchaus also eine recht praktische Sache. Ansonsten das Zeichnen von Buchstaben zum Aktivieren von verschiedenen
Dingen, zum Beispiel das Zeichnen des Buchstabens M für die Musik, W für Wetter, E für E wurde hier gar nicht festgelegt, das heißt, er darf von sich selbst etwas aussuchen. Man kann natürlich auch verschiedene andere Apps noch hinzufügen oder den Buchstaben C für die Kamera. Wir wechseln jetzt einfach einmal von dem Browser mit dem C zur Kamera-App. Genau, und auch das hat funktioniert. Oder wir gehen auch einmal zum Music Player, einfach mit dem Zeichnen eines M's. Wir sind beim Screenshot gelandet. Ein Problem, das sich relativ häufig jetzt abgezeichnet hat bei den einzelnen Gesten, die man hier eigentlich hat und die funktionieren sollen, dass manchmal man von Softwareseiten nicht ganz klar dazwischen trennt, welche Option man wirklich gerade aktivieren möchte. Und ich glaube, man kann das nicht nur darauf zurückführen, dass ich vielleicht in der Bedienung irgendwelche Fehler machen könnte. Wenn ja, schreibt das gerne in den Kommentaren, wenn euch irgendetwas auffallen sollte. Allerdings habe ich hier von Softwareseiten wirklich ein paar Bedienungsprobleme, dass wenn ich zum Beispiel ein C zeichnen möchte, ich mache das mit dem Fingerknöchel, dann ist von Softwareseiten schon mal nicht klar, ob ich eigentlich gerade den Finger selbst dazu verwende, um zu navigieren, oder ob ich jetzt den Fingerknöchel gerade verwende, indem ich zum Beispiel das C einzeichne. Und wenn ich versuche, das C einzuzeichnen, wie man das jetzt hier gerade gesehen hat, dann ist auch ungewiss, ob ich da jetzt wirklich gerade bei der Kamera-App herauskomme oder eben nicht. Ich zeichne hier nochmal das C und ja. Wie man hier leider sehen kann, funktionieren nicht alle dieser Gesten wirklich so präzise, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist natürlich im Startmenü nochmal eine andere Sache. Hier ist vielleicht die Fehlerquelle, dass man von Softwareseiten denkt, man möchte einfach nur mit dem Finger durchnavigieren, noch etwas größer. Aber selbst im Browser, wie man hier sehen kann, wenn ich hier zum Beispiel mit dem Fingerknöchelchen versuche, das C zu zeichnen für Kamera, dann lande ich auch in den geringsten Fällen genau da, wo ich wirklich hin möchte. Oder wir versuchen jetzt nochmal ein M zu zeichnen, sollten im Music Player landen und landen hier in der Bildschirm-App. Ich versuche nochmals das M zu zeichnen. Ja, also das ist etwas, das man dann auch reflektieren muss, denn das ist eine Funktion, bei der man es vielleicht etwas übertrieben hat. Das heißt, man hat hier mit dem Fingerknöchelchen erstmal eine recht ungewöhnliche Bedienform. Es ist auch ehrlich gesagt keine wirklich angenehme Bedienform, mit dem Fingerknöchelchen das Ganze zu zeichnen. Man hat hier wirklich versucht, noch mehr Gesten eben als andere Hersteller hinzuzufügen zu können. Bei den meisten zeichnet man das ja wirklich auch mit dem Finger. Mich überzeugt es an dieser Stelle wirklich nicht, da viele dieser Funktionen schlichtweg nicht so funktionieren, wie man es gerne möchte. Man landet in den meisten Fällen nicht dort, wo man hin möchte. Und es ist wirklich mehr oder weniger unpräzise und ein Glücksspiel, ob man wirklich dort landet, wo man auch hin möchte. Das sei also als kleine Warnung ausgesprochen. Wie gesagt, ihr könnt aber auch gerne in den Kommentaren schreiben, wenn euch irgendwas auffällt. Es kann jetzt auch ein Bedienungsfehler durch mich vorliegen, aber es scheint wirklich so, als hätte man hier doch teilweise bei der Bedienung das ein oder andere Problem. Und Sinn der Sache, dass man zum Beispiel bei dem Zeichnen vorher den Smart Screen Modus deaktivieren muss, damit man nicht dort landet, um die Fehlerquelle zu vermindern, das ist, denke ich, auch nicht Sinn der Sache. Das habe ich jetzt auch an dieser Stelle nicht weiter ausprobiert. Die Doppelfenster-Geste, damit kriegen wir einen Multiscreen-Modus hin. Das heißt, wir können zum Beispiel hier in den Browser wandern, einmal herübergezogen. Wir wählen einmal den Startbildschirm aus. Genau, hier hat es jetzt wirklich einmal geklappt. Hier haben wir also die Option, uns durch die einzelnen Fenster zu bewegen und verschiedene Fenster uns eben zu vergrößern, zu verschieben, können dann einzelne Apps zum Beispiel öffnen in den einzelnen Fenstern. Das heißt, man hat hier einfach wirklich nochmal einen reinen Multiscreen-Modus. Den aktiviert man, indem man mit dem Fingerknöchelchen wiederum einfach einmal über den Bildschirm zieht. Und das ist wirklich die Geste, die an dieser Stelle auch wirklich einmal recht gut und präzise funktioniert, wie man gerade gesehen hat. Bei den anderen Gesten, wie gesagt, gibt es da doch ein großes Fehlerpotenzial. Wir gehen einmal weiter in die Einstellung, sehen uns dort nochmal ein paar Sachen an. Wir gehen nochmal in die intelligente Unterstützung. Wir haben uns jetzt die Bewegungssteuerung einmal angesehen mit dem Fingerknöchelchen, wie gesagt. Gibt es ein paar Probleme, ansonsten die Bewegung
scheinen alle zu funktionieren. Die UI-Einhandbedienung, dort haben wir noch einmal die Möglichkeit, einmal den Bildschirm in Miniaturansicht uns anzeigen zu lassen. Das heißt, man bewegt den Finger einfach nur schlicht über die Navigationsleiste und wechselt damit einmal in die Miniaturansicht, wie man hier sehen kann. Und man kann das Ganze auch wieder verlassen, indem man einfach hier draußen einmal an weitere Stellen eben zurücktippt. Dann gelangt man auch wieder zurück. Ansonsten wirklich einmal über die Navigationsleiste unten streichen und man landet eben in der Miniaturansicht. Man kommt aber eigentlich noch relativ gut mit dem Daumen auch auf diesem 6-Zoll-Display zurecht. Aber für den einen oder anderen kann es natürlich auch attraktiv sein, das Bild noch ein bisschen kleiner werden zu lassen. Ansonsten haben wir hier in der Einhandbedienung noch eben die Möglichkeit, die Tastatur umschalten zu können, indem wir die Tastatur dort einfach auch nochmal auf eine der beiden Seiten eben ein Stück verlagern, wie man hier in der Ansicht auch noch relativ gut sehen kann. Hier also nochmal die Anpassungen für die Person, die eben für die vielleicht schon ein 6 Zoll Gerät bei dieser Größe eben schon Bedienungsschwierigkeiten bieten könnte. Dort hat man die Möglichkeit, das eben auch im Falle des Falles als Einhandbedienung zu starten und wahrzunehmen. Sprachsteuerung ist ansonsten noch mit drin, intelligente Headset-Ansteuerung, all diese Sachen findet man dort noch. Geplantes Ein- und Ausschalten, dort könnt ihr einfach ansagen, wann euer Smartphone zum Beispiel immer für euch bereit sein soll. Oder wenn ihr sagt, ich möchte, dass mein Smartphone sich aber über Nacht immer zwischen 22 Uhr und 2 Uhr morgens aus- bzw. anschalten soll, dann lässt sich das hier eben einschalten und ihr könnt das auch richtig kalendarisch planen. Ihr könnt sagen, immer mittwochs zum Beispiel möchte ich, dass mein Smartphone mir morgens um 6 Uhr zur Verfügung steht, aber über nachts eben komplett aus ist. Das könnt ihr eben dort als Startmodus noch aktivieren. Taschenmodus, da steht einmal nochmal hier die kurze Erklärung dort. Es verhindert die versehentliche Bedienung des Telefons in Ihrer Hosen- oder Handtasche. Das heißt, wenn ihr das wirklich in der Handtasche oder in der Hosentasche haben sollte, dann wird einfach durch diesen Modus nochmal versucht entgegenzuwirken, dass das Smartphone sich von alleine eben durch irgendwie welche Bewegung aktivieren kann. Handschuhmodus ist nochmal dafür, dass ihr wirklich, wenn ihr Handschuhe habt, die Bedienung auch noch so gut wie es geht funktioniert an dieser Stelle. Jetzt scrollen wir uns noch einmal von oben nach unten einmal durch. Wir haben hier einmal verschiedene WLAN und natürlich auch Dual-SIM-Verwaltung. Wie gesagt, wir haben ein Dual-SIM-Gerät an dieser Stelle. Unter der Option Mehr finden wir noch weitere Datenverbindungsoptionen, wie man hier relativ gut sehen kann. Startbildschirm, Stil lässt sich anwenden auf Standard oder Einfach. Spaßeshalber gehen wir noch einmal in den Einfach-Modus hinein, um uns den anzusehen. Dort haben wir eben die Möglichkeit, uns diese großen Kacheln anzeigen zu lassen, wie man sie hier sehen kann. Das heißt, man kann hier einmal auf die großen Apps eben zugreifen und das natürlich auch gegebenenfalls hier wieder noch etwas näher bestimmen in den Inhalten. Das heißt, welche Sachen möchtet ihr wirklich wohin legen, welche Sachen möchtet ihr hinzufügen, entfernen. Das lässt sich also alles hier bedienen. Das ist wirklich der übersichtliche Modus, der aber eben auch vielleicht anderen Usern, einzelnen Usern noch Spaß machen könnte. Und auch das Einstellungsmenü ist dann eben ein bisschen angepasst in dieser Variante. Das Ganze lässt sich natürlich wieder zurückschalten auf den Standardmodus und ihr habt dann wieder sozusagen den vollen Funktionsumfang. Weiter in den Einstellungsmenü. Wir finden hier einmal natürlich noch die Option Display. Dort können wir von Farbtemperatur, Hintergrund, Ansichtsmodus, Schriftgröße etc. alles einstellen, wozu wir Lust haben. Dann haben wir die Möglichkeit, Töne sowohl für die SIM-Karte 1 als auch die SIM-Karte 2 festzulegen, wie man hier sehen kann. Lautstärke, Lautlosmodus etc. Auch das lässt sich alles einstellen. Dort gelangt ihr natürlich auch hin, indem ihr einfach die Lautstärke-Klinke Taste, die Lautstärke-Wippe-Taste dort benutzt, in die Einstellung weiter wandelt und dann könnt ihr hier im Wecker, Medien, Klingelton und auch den Anrufmodus in der Lautstärke nochmal näher einstellen. Weiter im Einstellungsmenü finden wir Benachrichtigungsfeld und Statusleiste. Dort können wir einfach nochmal genau anzeigen lassen, was ihr euch anzeigen lassen wollt. Wie man hier oben auch schön sehen kann, verändert sich das dann wirklich direkt live dort oben in der Leiste. Und ihr könnt euch dort, könnt dort eben genau sagen, welche Details ihr euch anzeigen lassen wollt und welche nicht. Fingerprint-Sensor, das haben wir uns bereits angeguckt. Bildschirmsperre und Kennwörter. Dort lässt sich von Wischentsperrung, Passwort, PIN alles festlegen. Konten lassen sich hier anlegen bzw. verwalten von Google über Messenger-Konten etc.
auf die einzelnen Apps. Das ist auch ganz wichtig. Natürlich unter Android 6.0 lässt sich hier Zugriff finden. Das heißt, wir können zum Beispiel sagen, dass einzelne Apps eben verschiedene Benachrichtigungen, verschiedene Berechtigungen für den Zugriff auf das Handy oder verschiedene Gerätekomponenten haben oder nicht. Und man merkt hier eben auch relativ schnell, dass wenn man zum Beispiel in die Kamera-App wandern sollte, man hier dann direkt gefragt wird, welche Berechtigung man wirklich dort auch aktivieren möchte. Das ist eben unter Android 6.0 Marshmallow so, dass man immer stets gefragt wird bei jeder App, welche Funktionen wir wirklich aktivieren möchten und welche nicht, eben als nochmal Rückgriff auf Datenschutzbestimmungen. Man macht das Ganze eben ein bisschen leichter für den Nutzer eben begreifbar, welche Daten wirklich und welche Funktionen abgegriffen werden dürfen und welche eben nicht. Erweiterte Einstellungen, Datum, Uhrzeit, Speicher, Akkumanager, Sicherheit, Standortzugriff, Drucken, Eingabehilfe, Spiegelbild, Speichern bzw. Sichern und Zurücksetzen finden Sie hier noch einmal. Und in der Option über das Telefon waren wir ja auch bereits. Dort finden wir noch einmal alle Systemeigenschaften. Wir sehen uns jetzt an dieser Stelle noch einmal einzelne Apps an oder die installierten Apps an. Wir haben einmal alle Google Apps vorinstalliert, alle wichtigen Google Apps. Dann finden wir hier natürlich Play Store, den eigenen Kalender, den man hier mit hineingefügt hat, eigentlich auf Android auch wieder basierend wie alle anderen Apps hier als Standard eigentlich festgelegt und eben im Design etwas angepasst und auch von diesem kleinen Mode, den man hier mit installiert hat, eben angepasst. Einstellungsmenü, Verknüpfung auf die Galerie, auch hier im Design eben angepasst mit den einzelnen Funktionen. Ihr könnt neue Alben anlegen, hier in das Menü gehen, Einstellungen euch ansehen, Alben ausblenden. Da müsst ihr euch einfach im Falle des Falles wirklich selber durchscrollen. Das sind einfach nochmal verschiedene Bedienelemente an der eigenen Music Player. Hier wurde etwas angepasst. Das heißt, man hat hier nochmal Favoriten, man hat die Playlists, man kann sich Songs ansehen, man kann einen Timer einstellen, Startbildschirm etc. Das heißt, die App auch direkt auf den Startbildschirm natürlich setzen und euch Texte anzeigen lassen. Ihr könnt das Ganze anspielen. Das sind also auch die Funktionen. Dort hat man nochmal einen eigenen Player mit hinaufgebracht, den man nochmal ein bisschen Android-mäßig angepasst hat. Schnellverlinkung auf Designs, die ihr anpassen könnt und euch aus dem Internet nachladen könnt. Ihr habt einen Telefonmanager, der überprüft, wie viel der Apps gerade gebraucht werden und versucht, das Ganze zu optimieren. Ihr könnt auch dort sagen, wie viele Apps zum Beispiel auf den Akku zugreifen sollen etc. Ihr könnt auch den Cache zum Beispiel leeren. Dann habt ihr diese Option HiCare. Das ist einfach nochmal die Service-App von Huawei. Die Nachrichten-App natürlich, mit der ihr dann direkt SMS verschicken könnt. Wir werden das auch einfach mal ausprobieren. Geben hier eine Nachricht ein. Gehen hier einmal auf herzlich willkommen. Genau, und das ist auch recht präzise, wie man hier sehen kann. Das heißt, man hat hier keinerlei Probleme, auch auf diesem 6 Zoll großen Bildschirm natürlich die einzelnen Tasten zu treffen. Es ist präzise, funktioniert, wie man möchte. Man hat hier auch die Option, natürlich wieder weiterzuwandern, Emoticons einzuschalten, auf die Ziffern weiterzuwandern mit den Zahlen. All diese Optionen hat man also an dieser Stelle auch wieder. Und neben dieser App mit den Nachrichten, die man hier oben sieht, hat man dann auch nochmal den Videoplayer, den man hier starten kann. Das heißt, auch dort nochmal eine leicht angepasste App. Des Weiteren findet sich auf dem Startbildschirm dann noch einmal euer Exchange-Konto. Das heißt, dort habt ihr die Möglichkeit, all eure E-Mail-Programme, die komplette E-Mail-Software von App-Seiten eben zu organisieren und dort alles hinzuzufügen, all eure E-Mail-Anbieter zum Beispiel hinzuzufügen. Kontakte findet ihr direkt hier einmal und wie gesagt, man sieht hier immer wirklich Android 6.0 arbeiten, wie es nach den einzelnen Berechtigungen fragt. Kontakte importieren, neue Kontakte erstellen, könnt auch direkt weiter wandern zu den Favoriten oder aber ins Telefon. Das Telefon lässt sich einmal eben starten, indem ihr wirklich über die Kontakte geht oder direkt eben über die App dort unten. Ihr könnt hier wieder natürlich Ziffern auswählen, Nachrichten auch direkt darüber senden. Das heißt, ihr habt auch die Option, dort einmal in das SMS-Menü weiterzuwandern, wie man hier sehen kann. Dort oben rechts einfach mal drauf getippt und die landet sofort mit der jeweiligen Telefonnummer in der SMS-App. Favoriten könnt ihr hinzufügen. Ihr habt die Option, auf das Einstellungsmenü hier nochmal einzugehen und am Ende natürlich den jeweiligen Nutzer, den ihr wirklich anrufen wollt, auch anzurufen. Ansonsten, wie gesagt, haben wir hier noch einmal die Möglichkeit, in Google hineinzuwandern. Das sind also die Optionen, die wir hier unten nochmal auf diesen Einrichtungen haben. Einmal ist das natürlich hier der Home-Taster. Wir gelangen immer wieder dorthin zurück, wo wir hinwollen. Wir haben die Möglichkeit, eben durch das Festhalten zu Google weiterzuwandern und den Browser zu nutzen. Das werden wir auch direkt einmal tun.
Huawei ein. Genau, und dann kann man sich hier durchscrollen und auch hier sieht man, dass die Performance wirklich eine flüssige ist. Rechts gelangt man über den eckigen Kasten. Dann einmal entweder in den Task Manager hinein, dort könnt ihr wieder einzelne Sachen komplett entfernen. Indem ihr sie zum Beispiel auswählt, könnt ihr darauf gehen, euch die Einstellungen ansehen. Habt aber auch die Option natürlich, die kompletten Apps einmal zu schließen, indem ihr zum Beispiel auf den Mülleimer klickt. Ihr habt auch die Option, durch das lange gedrückt halten, diesen Multiscreen-Modus einfach noch zu aktivieren. Das allerdings auch nicht nur in dem Startbildschirmbereich, sondern eben auch in allen anderen Apps. Wenn ihr euch in anderen Apps bewegen solltet, habt ihr eben auch die Möglichkeit, unten fest lange zu halten und der Multiscreen-Modus öffnet sich. Links haben wir die Möglichkeit, mit der Zurücktaste eben von einzelnen Seiten auch immer wieder zurückzukehren. Sind wir zum Beispiel bei Google, gehen wir einmal auf die Rücktaste und sind dann eben auf der Seite, die wir dort vorgesehen haben. An dieser Stelle können wir auch nochmal einen kleinen Blick in das Dropdown-Menü werfen. Wir ziehen das Dropdown-Menü natürlich wieder einfach mit einer Wischgeste herunter und haben dann hier die Möglichkeit, einmal uns die Benachrichtigung anzusehen oder eben uns die Verknüpfung anzusehen. Im Feld der Benachrichtigung haben wir immer die Uhrzeit, die uns angezeigt wird, wann zum Beispiel ein Update durchgeführt wurde, wann wir einen Screenshot aufgenommen haben. Das können wir auch einfach zur Seite ziehen oder eben auch hier unten wieder löschen. Und dort werden uns eben alle Sachen angezeigt, wie Messenger beispielsweise, WhatsApp oder ähnliche Messenger. Mail-Programme werden uns angezeigt, Updates werden uns angezeigt, einzelne Sachen die wir und Ereignisse, die wir selbst auf dem Smartphone vorgenommen haben, werden uns hier eben auf dieser Timeline, die hier zu sehen ist, angezeigt. Oben immer Uhrzeit, Datum etc. Und dort haben wir eben, wie man hier sieht, auch schön die Verknüpfung auf die einzelnen Sachen. Von Timer, Stoppuhr, Weltuhr bis Wecker können wir hier eben alles einstellen und hinzufügen. Dort gelangen wir eben auch über das Benachrichtigungsfeld hier oben einfach einmal drauf geklickt. Bei den Verknüpfungen handelt es sich hier wieder um die einzelnen Schnellstarteinrichtungen, das heißt WLAN, Bluetooth, verschiedenste andere Einstellungen bzw. der Schnellzugriff für das große Einstellungsmenü, Töne, Flugmodus, WLAN, Hotspot, Screenshot etc. Darauf lässt sich hier alles eingehen und wir können im Bearbeiten-Modus natürlich noch verschiedene Sachen einfach hinzufügen, wie man hier relativ gut sehen kann, von Ultra-Akku-Modus, NFC, nicht stören, Bildschirmaufnahme und Co. Das lässt sich alles hier im Dropdown-Menü noch integrieren. Da unten finden wir dann noch einmal die Option, natürlich die Bildschirmhelligkeit, auch im Automatik-Modus oder eben im unangepassten Modus, dort nochmal wahlweise einfach einzustellen. Das soll es auch gewesen sein mit dem kleinen Bedienungstutorial hier zu dem Huawei Mate 8. Vielen Dank fürs Einschalten.